Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich ein bisschen was in meinem Gesicht ausprobieren, deswegen bin ich jetzt auch einfach sehr ungeschminkt, sehr aus dem Bett gesprungen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die Produkte aus dem koreanischen Beauty-Shop YesStyle zu testen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar von den Produkten werde ich jetzt testen, ein paar werde ich im Laufe der nächsten Wochen, wie auch immer, testen und ein Teil von den Produkten wird auch tatsächlich in diesem Video verlost und ich bin sehr, sehr gespannt, denn koreanische Beauty ist doch sowas ganz Besonderes, denn diese koreanischen Frauen haben perfekte Haut, die haben eine ganz spezielle Skincare-Routine, also wirklich alles sehr, sehr abgestimmt und sehr feinfühlig und als dann der Online-Shop YesStyle mich angeschrieben hat und fragte, Mensch Claudi, hast du nicht mal vielleicht Lust mit uns zusammen so eine kleine Kooperation zu machen, ein paar Produkte zu testen, habe ich direkt gesagt, ja klar, geil, ne? Und ja, die haben mir ein kleines Paket geschickt, kleines Gut, ne? Ich habe mich gerade auch in deren Online-Shop noch etwas weiter umgeschaut, habe dann zu den ganzen Produkten die Preise rausgesucht, habe da mir überall so Klebis drauf gemacht, dass ich dann auch so grob schon mal weiß, ne, was befindet sich drin, denn die Beschreibung da drauf ist natürlich auf Englisch oder eben Koreanisch und Koreanisch kann ich jetzt nicht so gut. Wichtig für euch zu wissen, ab 35 Euro liefern die tatsächlich auch versandkostenfrei nach Deutschland, also richtig geil und ja, ich bin wirklich gespannt, ich bin richtig gespannt, wie die Produkte sich dann auf meinem Gesicht verhalten. Ich habe mir die halt angeschaut, ich habe die teilweise aus den Verpackungen rausgenommen und mir so mal in die Hand genommen, auch jetzt gerade, als ich durch den Shop gestöbert bin, aber ich habe sie noch nicht so gerochen, gefühlt oder wie auch immer, ne? Also ich habe nur die Verpackung gesehen und jetzt bin ich ganz aufgeregt und wir wissen, was da jetzt tatsächlich drin ist. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen der Reihe nachzumachen, dass ich jetzt auch nach und nach die Produkte mit euch zusammen verwenden kann, was ich super interessant finde. Ich habe hier einen Lappen liegen, falls ich irgendwas wegwischen muss. Ich habe hier auch Kosmetiktücher stehen, weil ich ein Produkt habe, wo man vielleicht irgendwas Ekliges auf diesen Kosmetiktüchern finden kann. Es ist aber auch dekorative Kosmetik mit dabei. Also ein bisschen Farbe kriege ich auch noch gleich hoffentlich ins Gesicht. Und los geht's. Das erste Produkt, was ich hier habe, kostet 17,10 Euro und ist von Essen Herb. Das ist ein Gesichtspeeling, was ich auch sehr, sehr cool finde. Werde ich jetzt aber nicht verwenden, weil ich heute, gestern Abend, ein mechanisches Gesichtspeeling gemacht habe. Das hier ist ein Pot, ein Tiegel. Ne, der sich hier befindet, ist halt koreanische Skincare. Ich habe jetzt aktuell ein 7-Day-Scrub von Clinique in Anwendung. Danach wird dieses hier in meine Dusche wandern und dann zweimal wöchentlich verwendet. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist ein Zucker- und Schwarz-Depeeling. Also Zuckerpeelings liebe ich. Das ist ja einfach genau das, was ich auch immer wieder verwende. Schwarztee ist auch noch sehr, ich glaube sogar antiseptisch oder sowas halt, dass du, ne, ich habe ja überall so Rötungen und so, aktuell ist meine Haut echt, das ist Winterhaut und keine Ahnung, ob die Erdbeerwoche demnächst auch noch kommen will. Und das ist mit Bienenwachs und Aloe Vera und ich rieche mal dran, ob das auch danach riecht. Also du hast hier auch noch so einen Deckel drauf gehabt, deswegen, der flog mir gerade um die Ohren. Das ist sehr fest, ne, das sieht interessant aus. Das riecht ganz, 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 ganz dezent. Ein bisschen seifig riecht das tatsächlich. Sehr interessant. 17,10 Euro. Oh, das ist von der Konsistenz her wirklich, wirklich dick. Ich meine, ich kann es ja mal eben so auf der Hand so ein bisschen mal mir anschauen. Du fühlst, dass das richtig so ein Zuckerpeeling ist und es schmilzt auf der Haut. Das ist wirklich cool. Richtig cool. Da freue ich mich drauf, das im Gesicht zu verwenden. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm, sehr sanft und mild an. Dieses Aloe Vera, das pflegt halt und dieses Bienenwachs, das merkst du auch, weil das halt alles von der Konsistenz her dann so zähflüssig und ölig ist. Ne? Also das sieht man wahrscheinlich auch, wenn ich so mache, das ist so ein bisschen wappig. Sehr geil. Das wird schön. Muss halt auf feuchte Haut anwenden, ne? Dass du das dann halt auch direkt unter der Dusche machst. Aber jetzt, wo ich das einfach nur so abwische, habe ich auch so einen leichten Glanz auf der Haut. Da merkst du halt richtig, dass sich da ölige Texturen auch mit verbergen. Also das pflegt halt auch noch, ne? Du hast nicht nur so ein mechanisches Peeling, was halt die Haut reizen würde oder halt die toten Hautschüppchen entfernt, sondern es pflegt halt gleichzeitig auch noch. Und das finde ich ja so super, ne? Ach Mensch, das glänzt hier vor sich hin. Leute, wirklich, ne? Ich bin da gerade voll geflasht von. Okay, dann gönne ich mir jetzt erstmal schön einen Schluck Kaffee, denn der muss sein. Die Tasse habe ich mir, das ist so eine Schiedwettertasse. Sieht man das irgendwo? Da? Habe ich mir mal geholt, als wir Nordseeurlaub gemacht haben. Und wir haben auch aktuell wirklich Schiedwetter.
Ach, guck mal, hier habe ich das jetzt hier in dem, sieht man da irgendwas von? Ne, da sind ja auch so diese Pünktchen zu sehen, falls man das sieht, ich weiß es nicht. Ich sehe es. Jetzt möchte ich aber so langsam mal was in mein Gesicht packen. Was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme dieses hier. Und das ist so ein Porenverfeinerungsset. Vollgepackt mit Klebis, Claudi. Läuft bei dir. Das kannst du im Set für 12,30 Euro kaufen. Das sind zwei Produkte. Da haben wir einmal das Blackhead Remover Gel. Das ist dieses hier. Und das soll quasi dir die Blackheads, die Mitesser, rausziehen. Also das sieht man hier auch in diesem Bild ganz schön. Wenn das auch wirklich genauso funktioniert, nämlich dass dieses Ekelkram rausgeht, ist ein Traum. Du hast hier vorne so einen Applikator dran und das musst du so vorsichtig dann über die Nase oder wo auch immer, über die betroffene Region geben. Und dann kommt gleichzeitig das Produkt raus und das testen wir gleich ganz, ganz, ganz von Namen. Und genau, erst werden die Poren hiermit entleert. Hier drin hast du Pfefferminzextrakt, Sonnenblumenkernöl, ne? Also quasi sowohl entleerend als auch gleichzeitig pflegend. Und hier hast du dann das Blackhead Zero Serum. Das heißt, das ist so ein Rollerpen, den du verwendest, nachdem du quasi deine Poren entleert hast, damit die Poren halt verfeinert und verkleinert werden. Und das ist mit Aloe Vera und Teebaumölextrakt. Ja, okay, gut. Dann hole ich dich mal ein Stückchen näher ran und dafür brauchen wir gleich nämlich auch die Kosmetiktücher, ob man da wirklich was drin sieht. Aber wir sind nicht zum Spaß hier. Die Tube sieht schon mal ganz nice aus, ne? Also hier, genauso wie es halt abgebildet ist, sieht sie auch aus. Und ja, hier kann man dann das entsprechend abdrehen. Und dann hast du hier halt diese gepunktete Gummiviech-Geschichte. Da kommt dann das Produkt vorne raus. Huch, und das will ich mal austesten. Ja, hier kommt so ein durchsichtiges Gel raus. Mensch. Ne? Dann gucken wir mal. Also ich habe jetzt nicht so die Ultra-Probleme mit vergrößerten Poren oder mit Mitessern oder so. Aber wenn man es ab und an mal macht, ist es doch ganz gut. Man hat eine wirklich angenehme Kühle. So eine gelige Textur ist das wirklich. Das verteile ich jetzt erstmal und dann wird es einmassiert. Da ist immer so eine geile Stelle, ne? So. Jetzt habe ich das Produkt rausgedrückt und habe das drauf. Und jetzt gehe ich mit diesen Noppen da drüber. Und das soll ja quasi dann animieren, dass die Blackheads rauskommen. In kreisenden Bewegungen. So schaut das Ganze dann aus. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da jetzt irgendwas tut, dass da gerade irgendwas rauskommen möchte. Müsste man wahrscheinlich eher unter dem Mikroskop sehen, wa? Also ich sehe da so einen ganz leichten Schaum drauf, weil ich das halt gerollt habe, also so massiert habe. Aber ich sehe jetzt nicht, dass da irgendwas gerade rauskommt. Aber gut, ich nehme ein Tuch und nehme es ab. Auf dem Tuch sieht man jetzt so nichts, ne? Das ist jetzt einfach nur diese Gel-Geschichte, die da drauf ist. Ja, ne? Also meine Nase fühlt sich jetzt tatsächlich gepflegt an. Sie fühlt sich auch gereinigt an, ne? Und sie glänzt jetzt auch natürlich. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, als wären meine Poren mega ausgesogen. Ich würde empfehlen, sowas dann auch immer direkt hier damit abzuputzen oder sauber zu machen, weil ich meine, du hast da ja abgestorbene Hautzellen oder Hautschüppchen drauf, ne? Und wenn du es halt nicht jeden Tag verwendest, dann solltest du das tun. Ich habe das jetzt abgewaschen und meine Nase fühlt sich jetzt natürlich unfassbar weich an. Ob das jetzt an dem Produkt liegt oder ob das an diesem gelben Viech vorne dran liegt, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich mache jetzt aber mal einen Move, der zeigt, ob meine Mitesser noch vorhanden sind oder nicht. Und zwar ist es dieser Move. Ich sehe noch ein paar schwarze Punkte, um das mal ganz ehrlich zu sagen, ne? Also bei mir hat es jetzt nicht alles Mögliche rausgerissen. Aber ich denke, dass man sowas auch nach und nach erst rauskriegt. Dass man halt das in regelmäßiger Anwendung erst schaffen kann. Deswegen lehne ich mich da nicht allzu weit aus dem Fenster. In der First Impression hat es nicht funktioniert, aber meine Nase fühlt sich sehr weich an. So, dann gucken wir uns mal das andere Produkt an, was du quasi nimmst, um danach deine Poren zu verschließen. Das ist hier das Blackhead Zero Serum. Das ist eine Metallkugel vorne dran und die soll dann ja quasi deine Poren verkleinern. Das ist hier dieses Produkt mit Aloe Vera und, was hatte ich gesagt, Teebaumöl, ne? Und hat einen ganz, ganz leichten Geruch nur. Also da riechst du nicht viel von. Das mache ich jetzt hier auch wieder über die Nase drüber. Oh, schön angenehm kühl, also wirklich angenehmes Gefühl, ne, von dem Produkt auf der Haut. Und ja, auch das Produkt an sich kühlt jetzt auch sehr, sehr schön, das Ganze. Ja, ne, das Ganze ist so ein Gel jetzt. Ich verteile das jetzt noch ein bisschen mit dem Finger, damit es halt auch wirklich einzieht. Und
diese ganze Partie hier fühlt sich gerade extrem gepflegt und sehr weich an. Sehr, sehr angenehm. Werde ich jetzt eine Zeit lang verwenden und dann einfach mal gucken, was sich da so tut, ne? Ob sich da überhaupt irgendwas tut, ob sich meine Struktur von der Haut da verändert, ob meine Poren wirklich verfeinerter werden. Ja, mal gucken, ne? Vor allem, dass du dann beide Produkte in Kombination verwendest, ist dann auch ganz schön für die Haut, glaube ich, ne? Weil du dann die Haut, man sieht es ja auch, sie ist jetzt nicht irgendwie irritiert oder so. Sieht alles soweit tutti aus, von daher, das gefällt mir. Ja, ich glaube, das muss einfach nur mal ein paar Mal verwendet werden. Ein Produkt, was ich hier mit drin hatte, was ein japanisches Produkt ist, ist dieses hier. Oh mein Gott, das ist einfach von Sailor Moon. Also wer von euch ist auch Generation Sailor Moon? Ich habe es damals immer geguckt. RTL 2 und Go, ne? Oder war das Super RTL? Ich glaube, damals lief das schon auf RTL 2, oder? Und ja, das ist von Miracle Romance, ein Multi-Carry-Balm. Und, ich wollte immer Sailor Moon sein, ne? Nein, ich werde es verwenden, doch. Ich werde es verwenden. Ich musste gerade kurz drüber nachdenken, weil es halt, es ist ein Lippenbalsam, der halt in diesem Pöttchen drin ist. Und eigentlich mag ich solche Pöttchen nicht, aber ich finde diese Verpackung alleine schon so geil und ich will es verwenden wollen, müssen, können. Genau, das ist mit Erdbeer und Erdbeer mag ich so gerne vom Duft her. Ich mag Sailor Moon und ja, komm. Und Lippenpflege mag auch jeder, also von daher da läuft. Also das ist dieses kleine Pöttchen. Kostet 11,65 Euro. Dieses kleine Pöttchen, oder? Naja, aber gut. Es ist wirklich gut verarbeitet. Du hast hier nicht irgendwie, dass da irgendwelche komischen Kanten sind oder so. Es sieht toll aus. Du hast da diese Glitzersteinchen mit drin, ne? Es sieht jetzt nicht aus wie Kinderschminke, weil es ist einfach 11,65 Euro, Leute. Da darf das dann auch nicht aussehen wie Heckmeck. Und hier haben wir das Produkt drin und ein Lippenbalsam kann ich gerade auch sehr gut gebrauchen. Riecht richtig geil nach Lippenbalsam, nach Erdbeer. Oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon. Oh, ja, richtig geil wäre natürlich, wenn hier so ein kleiner Minispiegel drin wäre. Das wäre traumhaft. Oh, richtig, richtig schmelzend hier, ne? Du hast halt keine Farbabgabe, was ich gut finde. Und den mache ich mir jetzt einfach auf die Lippen drauf. Ich glaube, wenn ich das in der Öffentlichkeit benutze, gucken schon ein paar Leute, ne? Aber es ist wirklich, oh, es ist Kindheit gerade für mich. Sehr, sehr soft. Also du musst jetzt nicht wie bei anderen Lippenbalsamen so richtig rein und rubbeln und so. Du gehst mit dem Finger sanft durch und sofort schmilzt es und du kannst es dir auf die Lippen geben. Und das fühlt sich gerade auch echt pflegend an. Also doch, ich denke, das ist was, ne? Ich find's voll geil. Ich feiere diese Verpackung einfach so hart, Leute. Passt zu meinem heutigen Oberteil. Kleid. Verlinke ich dir in der Infobox. Lieblingskleid, Winterkleid. Läuft. Ja, geil. Ah. Hier habe ich jetzt das erste Produkt, was ich dir auch in die Verlosung mit reingebe. Und zwar haben wir hier von, wie heißt die Firma? Dr. Yummy Lab. Also Dr. Yummy Lab oder so dann wahrscheinlich. Ein Frozen Jelly and Capsule Mist. Also das ist ein Spray fürs Gesicht, was dein Gesicht halt über den Tag noch erfrischen soll. Und ja, das haben wir hier drin. Das ist noch gut verschlossen. Um es zu zeigen, breche ich jetzt mal das Siegel. Das kostet 21,80 Euro. Du hast hier tatsächlich noch zwei Ersatzsprühköpfe mit drin, was ich richtig cool finde, weil es halt euch auch echt eine große Verpackung ist, ne? Das ist sehr, 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 sehr gut. Also, ein richtig cooles Produkt. Also, guck dir das an. Du hast hier diese gelige Textur drin mit diesen Punkten, die du darin findest. Richtig, richtig schön. Koreanisch ist das. 100 Milliliter sind hier enthalten. Und eben, weil gegebenenfalls der Sprühkopf oben verstopfen könnte und weil 100 Milliliter einfach für Ewigkeiten reichen, haben die halt diese Ersatzsprühköpfe mit reingemacht und das finde ich einfach schlau. Also darauf müssten auch mal andere Firmen kommen, die halt solche Produkte rausbringen. Denn wie oft hast du das, dass du dir ein teures und cooles Produkt kaufst und dann verstopft dir der Kopf oben und du ärgerst dich einfach tierisch darüber, dass du das bis zur Hälfte aufgebraucht hast und den Rest einfach nicht mehr rausbekommst, ne? Ein Produkt, was ich in Zukunft jetzt öfters mal testen möchte, das benutze nämlich direkt nach dem Duschen, ist hier von Kölf. Made Kesoside Clarifying Body Spray. Das ist dieses Produkt und dieses Produkt kann man super verwenden, um hinten auf dem Rücken seine Pickelchen wegzusprühen quasi. Also von Zeit zu Zeit halt, ne?
kommst aus der Dusche, hast deinen Haarturban auf und kannst dir das dann auf die angefeuchtete Haut hinten drauf sprühen. Weil es eben ein Spray ist, kommst du da auch super bei. Feiere ich total, denn ich habe da in letzter Zeit, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, mehr mit solchen Dingen zu tun. Habe ich jetzt ja auch schon im März abgesetzt, aber trotzdem, seitdem habe ich mit meiner Haut so ein bisschen zu kämpfen. Und so schaut es aus, ne? Das ist dieses Produkt, finde ich richtig schick. Das würde ich mir dann einfach so stellen, dass wenn ich aus der Dusche rauskomme, dass ich das nur eben kurz greifen muss und dann eben aufmachen und drauf sprühen. Ja. Mir mal eben den Sprüher an. Ein bisschen alkoholisch, aber ansonsten geruchsneutral, würde ich mal so sagen. To clean areas such as back, chest, also den Rücken, chest ist ja die Brust, and other places affected by stress. Exclusive Body Spray. Ja, ich kann es jetzt ja auch einmal drauf sprühen. Jo, ist halt, als würde ich mir Wasser drauf sprühen vom Gefühl her. Aber wenn das immer so schnell funktioniert, warum nicht, ne? Habe ich richtig Bock drauf und wenn das hilft, dann feiere ich das. Denn da habe ich echt in letzter Zeit richtig Probleme mit. Fresh Water Essence without Stickiness. Gucken. Bist du sticky? Nö, fühlt sich an wie Wasser. Ganz einfach. Überhaupt kein Sticky. Überhaupt kein Duft. Cool. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz außergewöhnlichen, abgefahrenen Produkt. Wir haben doch zurzeit diesen Hype über Schneckenschleim, ne? Jetzt habe ich hier eine BB-Cream bekommen, die 35% Schneckenschleim enthält. Ja, das ist schon cool. Nun gucken wir mal, wie schleimig das Produkt dann wirklich ist. 12,30 Euro kostet eine davon. Da habe ich zwei verschiedene Farben zugeschickt bekommen. Das sind diese hier. Die sollen sogar mit Lichtschutzfaktor 50 plus sein. Wahnsinn. Also da habe ich ja oft mal Probleme mit, dass man irgendwie vielleicht dann so einen Weißschleier drauf hat. Da hoffe ich, dass es hier nicht so der Fall ist. Aber ich denke, die Koreaner haben so viel Lichtschutzfaktor und Sonnenschutz. Protect-Faktor-Geschichten in ihren Produkten, dass sie da sehr, sehr ausgefeilte Texturen haben. Das ist von der Firma Mizon oder Mizon Snail Repair Intensive BB Cream. Das ist einmal die Farbe 21 und die Farbe 23, ne? Ich bin sehr gespannt und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Farbe 23 mir passen könnte. Weiß ich aber nicht. Wir gucken uns das mal an. Okay, so schaut das aus. Du hast hier keine Möglichkeit, halt vorher so eine Farbprobe zu sehen. Das ist ein bisschen schwierig. 50 Milliliter und 50 Milliliter für 12,30 Euro finde ich auch vollkommen in Ordnung. Hast hier so eine Tube und einen Pumpspender. Leute, das ist so richtig geil. Also das ist richtig geil. Ja, das verteilt man sich dann erst mit einem Pinsel im Gesicht. In dem Gesicht arbeitet das dann mit einem Schwämmchen ein. Und genau, das werde ich jetzt mit euch zusammen machen. Erstmal gucken wir uns die Farbe an. Deswegen nehme ich mir mal einen Pumphub auf meinen Handrücken. Jetzt nicht nach Schneckenschleim, aber wie riecht auch schon Schneckenschleim, ne? Mal gucken, wie die Farbe so auf dem Gesicht matcht. Ich nehme einen Pinsel und verteile das erstmal so ein bisschen im Gesicht. Na doch, das kann wohl, ja, der Hals bei mir ist einfach so irre hell, ne? Hätte ich wahrscheinlich doch eher die Farbe 21 wählen sollen. Mist. Dann nehme ich mir ein Beauty-Schwämmchen, nehme den Rest von meinem Handrücken runter und arbeite das Ganze in meinem Gesicht ein. Und jetzt eingearbeitet, sieht das gar nicht mehr so verkehrt aus, ne? Also es legt sich wirklich wie so ein ganz, wie eine zweite Haut fast schon über die Haut. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz leicht. Ganz leicht von der Textur her, ne? Also es ist schon klebrig. Also ich kann es euch ja jetzt nochmal auf dem Handrücken zeigen, wie das aussah. Also du hast hier wirklich eine sehr feste Textur und, ne? Das sieht auch alles sehr, sehr leicht aus. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es klebrig ist oder so, oder dass man halt diesen Schneckenschleim spüren würde. Die Deckkraft ist ultra leicht. Also ich habe nur einen Hauch von Farbschimmer jetzt so über dem Gesicht. Also das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen Farbe, was es gegeben hat. Es hat Leuchtkraft gegeben. Die Haut scheint noch absolut durch. Alles, was halt meine Haut ausmacht, scheint noch durch, was ich nicht schlimm finde, ne? Ich habe hier natürlich einen Pickel, ich habe hier Muttermale, ich habe leichte Sommersprossen, die jetzt mittlerweile natürlich schon einigermaßen verblasst sind. Hier habe ich auch Rötungen, aber ne, es scheint halt wirklich noch alles an der Haut durch. Es ist eine absolute Beauty-Balm, Beauty-Blemish, BB-Cream halt, ne? Es macht halt einfach nur die Haut so ein bisschen perfektionierter, ein bisschen ruhiger. Ich habe jetzt 3 Pumpstöße tatsächlich verwendet und so sieht es dann entsprechend aus. Ich finde auch, dass jetzt, ja, das nicht mehr so dunkel wirkt. Also auch wenn ich jetzt so Puder und Concealer und was nicht alle drüber geben würde, würde sich das astrein mit der Haut entsprechend anpassen. Also von daher
ist das schon ein Color Match von der Farbe her, auch wenn es jetzt noch leicht fleckig aussieht. Sie setzt sich nirgendwo ab, weil sie einfach mit der Haut verschmolzen ist, ne? Also das sieht man richtig, wenn man sich das auch so an kritischen Punkten anguckt, finde ich, ne? Es ist wirklich alles miteinander verbunden. Ich habe keinen Primer drunter gehabt. Ich habe ja eben nur mein Gesicht abgewaschen und dann mich hier hingesetzt. Ich habe vorher nichts auf meinem Gesicht verwendet. Und so schaut das dann aus. Finde ich unfassbar gut von dem Ergebnis her, ne? Muss ich wirklich sagen. Da freue ich mich drauf, das öfters zu verwenden. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man das einfach nur so mit den Fingern auftragen kann. Und dann hast du einfach so einen schnellen morgens to go ab ins Gesicht fertig. Ja, deswegen, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und die Farbnuance etwas heller, die Farbe Nummer 21, wird dann in diesem Video tatsächlich verlost. Also Foundation verlosen ist immer so eine Sache für sich, aber ihr seht ja, das ist schon vom, ne, es passt sich schon so einigermaßen der Haut an, weil es halt nicht so eine extrem krasse Deckkraft hat. Also Nummer 21 wird in diesem Video verlost. Schneckenschleim. Also da merkst du nichts von, ne? Beziehungsweise du siehst es nicht. Ich denke, dass es einfach eine gewisse Pflegewirkung ist, die dieser Schneckenschleim dann ja noch quasi hat. Und das, ne? Läuft. Scheint positiv zu sein. Ein Produkt habe ich hier, was man angeblich über der Foundation verwenden kann. Also über dem Make-up. Und zwar ein Sonnenschutzprodukt. Das kostet 10,40 Euro, dieser Stick. Das ist Lichtschutzfaktor 50. Ich meine, wir haben jetzt ja schon Lichtschutzfaktor 50 drauf. Aber wenn du im Laufe des Tages quasi rausgehst, an der frischen Luft bist, musst du ja deinen Sonnenschutz immer mal wieder auffrischen. Und da ist so ein Produkt dann super, gerade wenn du es dann auch über deinem Make-up tragen kannst. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Puder, aber das stand über deinem Make-up, Leute. Es soll transparent sein mit Schweizer Alpenkräutern. Finde ich auch super interessant. Das ist ein Enjoy Super Active Airy Sun Stick. Das ist dieser hier. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der meine Foundation nicht abträgt. Naja. Wir haben ja jetzt eine BB-Cream drauf, dann können wir das testen. Ja, diese kräuterige Geschichte, das riechst du... Oh, kräuterig, ne? Kräuterige Geschichte riechst du auf jeden Fall. Und das soll mit Baumwollsamenöl sein, einfach um nochmal ein bisschen mehr Pflege zu geben. Und dann soll man das... Ernsthaft? Ist schon so, dass ich das merke, ne? Wenn ich so drüber gehe. Doch, das trägt sich schon ab. Das würde ich so nicht machen im Alltag, ne? Nee, da würde ich mir eine Handtasche packen, um das dann halt immer mal wieder mit dabei zu haben. Transparent, ja, definitiv, das sieht man ja auch, ne? Aber ich würde es jetzt nicht irgendwie mir über die Foundation jetzt so wie hier jetzt so geben. Weil wenn ich, das ist ja halt, ne, es ist schon hart. Wenn ich dann so hart da drüber gehe, das trägt sich doch ab. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert doch. Aber es mattiert auch gleichzeitig, ne? Das finde ich auch sehr interessant gerade. Es mattiert die Foundation nochmal. Normal soll man da wahrscheinlich nicht nochmal drüber gehen, um das einzuklopfen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich würde das vielleicht als Primer verwenden oder so, ne? Dass man das halt drunter macht. Oder halt so, wie ich das jetzt tatsächlich gemacht habe, direkt drüber geben, damit sich das so miteinander verschmilzt. Weil ich finde, das macht beim Finish jetzt nochmal einiges schön, ne? Das gefällt mir gerade voll gut, wie das gerade hier von meinem Hautbild aussieht. Wahnsinn. Ja, cooles Produkt. Aber hier bleibt halt echt, ne, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber ich denke schon, da bleibt halt schon einiges dran haften, ne? Also, jetzt so, wenn ich ein komplettes Make-up gemacht hätte mit Blush, Bronzer, Highlighter und das dann da drüber, ich glaube, das würde das Make-up bei mir auf jeden Fall killen. Aber was halt auch schon wiederum gut ist, du hast hier wirklich einen Stick fürs Gesicht, das heißt, der soll dann ja auch nicht Pickel verursachen und so weiter sein. Das finde ich gut, ne? Das ist dann auch nochmal für das Gesicht eine gute Pflege. Fancy, fancy. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Das hier ist jetzt dekorative Kosmetik. Das kommt auch auf jeden Fall mit ins Verlosungspaket. Das ist von Make Up Face One Night Metal Glitter. Das ist jetzt in der Farbe Ballerina. Das ist so ähnlich wie diese Liquid Shadows von Stila, würde ich jetzt mal so sagen. Kannst du als Lidschatten verwenden, als Lidschatten Base oder eben als Eyeliner. Weil die haben natürlich neben Pflegeprodukten auch dekorative Kosmetik. Es sieht wunderschön aus, aber ich trage keine Liquid Eyeshadows oder sonst irgendwas. Das heißt, dieses kleine süße Glitzerproduktchen kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Kostet 13,25 Euro. Den gleichen habe ich hier auch nochmal in der Farbe Bobby Peach. Auch der kommt mit in die Verlosung und ja, das ist so ein schöner Kupferton. Der ist halt etwas... ja, mehr von der Deckkraft, den kannst du dann wahrscheinlich eher als Lidschatten verwenden.
So, zwei Produkte habe ich hier noch und es sind Lippenprodukte. Eins davon behalte ich, eins davon kommt in die Verlosung. Das, was ich jetzt behalte, das zeige ich dir für 6,25 Euro. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Lippenmousse. Movie Star Air Mousse Velvet Red Carpet von Caradium. Es ist natürlich rot, aber ich wollte mir so geile koreanische Lippen einfach mal schminken. Das ist schick, ne? Ah, die Verpackung, sowas kennen wir doch, ne? Mittlerweile. Und das, was so feuchtigkeitsspendend sein soll, ist quasi Perlen und Vitamin E und Hagebuttenöl und Avocadoöl. Bin ich sehr gespannt drauf. Und die, wow. Geschichte sieht so aus. Sehr, sehr matt irgendwie, ne? Okay, ja, es fühlt sich jetzt nicht austrocknend an. Eigentlich hatte ich vor, mir so typische koreanische Lippen zu machen, das heißt nur so in der Mitte. Ich glaube, damit funktioniert das nicht so ganz. Doch, das funktioniert ganz gut. Genau, die haben nämlich immer nur so in der Mitte diesen Effekt und außen dann eher weniger, ne? Teilweise machen die sogar so richtig Concealer außen drum zu, um die Lippen halt irgendwie kleiner wirken zu lassen, was ich super interessant finde. Ein bisschen Effekt brauche ich aber noch. Und dann sieht das aus, als hätte ich ganz viele Erdbeeren gegessen. Okay, wow. Es hinterlässt einen richtigen Stain. Mist. Mist, ich krieg's nie wieder ab. Ah. Oh mein Gott. Krass. Und so werden dann gleich auch meine Lippen aussehen. Ja, na, dann bleibt es halt einfach drauf. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt eben mal die Hände sauber machen hier. Mit meinem Lip schon. Also wirklich, ich finde, dass dieser koreanische Look, den mir quasi YesStyle jetzt vorgegeben hat, mehr oder weniger, oder vorgeschlagen hat durch die Box, doch irgendwie ganz harmonisch aussieht, ne? Mir fehlt ein bisschen was auf den Augen, aber da hätte ich ja zum Beispiel die Liquid Eyeshadows verwenden können, die ich jetzt ja weitergegeben habe. Aber so finde ich das richtig, richtig nice. Ein Produkt, mit dem du genau diesen Lippenstyle nachperformen könntest, ist dieses hier von A-Concept Red Velvet Lipstick und ja, ist die Farbe Cherry Red. Jo. Kostet um die 10 Euro. Ja, und da musst du hier oben drauf drücken, damit es unten rauskommt. Dann kannst du es magnetisch rausnehmen. Das ist dann hier den Lippenstift. Und hast hier dann einen richtig schönen roten Lippenstift. Leute, hat mir voll gut gefallen. Ich mag dieses Frische, wie es jetzt aussieht. Ich mag irgendwie, was diese Produkte mit in meinem Gesicht gemacht haben. Ich finde, dass meine Haut sehr strahlend aussieht. Und ich kann euch diesen Online-Shop nur wärmstens empfehlen. Schaut euch überhaupt mal koreanische Kosmetik an, weil die haben irgendwas, was ganz besonders ist. Weil die Frauen haben so tolle Haut dort und wäre doch voll geil, wenn wir europäischen Frauen auch eben so ein bisschen Korean-Style und Korean-Flair hier hinbekämen, oder? Ich finde es voll schön und ich werde die Produkte unheimlich gerne weiterverwenden. Ja, ihr Lieben, denkt an die Verlosung. Alles, was ihr dafür tun muss, steht unten in der Infobox drin. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi-Testet-Alles-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!